Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute wollen wir schon wieder, es tut mir auch leid, aber ihr müsst da ja irgendwie durch mit meinen Lieblingsstanzen arbeiten und ich habe nämlich Folgendes kreiert. Wie ihr sehen könnt, habe ich mal wieder die Stanzform strahlende Stickeffekte benutzt. Habe jetzt endlich mal, dieses Set habe ich schon vor Ewigkeiten mal im Flohmarkt gekauft sozusagen und ich habe es noch nie benutzt. Und ich habe schon so viele Ideen damit im Kopf. Da kommt auch bestimmt noch eine zweite Karte. Ja, was man damit alles so machen kann. Und ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt einfach mal. Heute machen wir diese Karte und beim nächsten Mal machen wir was anderes, aber auch mit Embossen. Genau, und hier habe ich so ein bisschen den Rahmen mit den Stempelfarben gemacht. Zeige ich euch gleich. Und dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe nämlich die Farben genommen. Papageiengrün, Karibikblau und Heideblüte. Also ihr könnt ja nehmen, was ihr wollt. Hauptsache, das harmoniert für euch. Und dann ist es ja auch richtig und perfekt. Und ja, ich finde, das sieht ganz gut aus. Ich hoffe, ihr könnt das alles erkennen. Einfach einen Spruch rauf. Fertig. So, was ihr braucht, ist definitiv irgendeine Rahmenstanze, die ihr so habt. Es muss ja nicht die sein, aber sie ist toll. Ja, also ich habe ja die hier irgendwie, keine Ahnung, zu meinem Lieblingsrahmen hier im Moment gewählt. Fragt mich nicht, warum. Also sie ist einfach toll. Wahrscheinlich wegen dieser Bestickung hier am Rand. Ja, also ihr nehmt euch einfach, ich habe jetzt Aquarellpapier genommen, das von Action, das leicht rosa, ne? Weil es wird sowieso bemalt, dann fällt es gar nicht auf. Das jagt ihr euch einmal durch die Stanzmaschine und dann habt ihr nämlich schon euren Rahmen. So, das mache ich jetzt mal eben mit euch zusammen, das geht ja schnell. Löst ihr euch das hier hinten einmal ganz vorsichtig raus. So, dann habt ihr schon mal euer Rahmen und euer Innenleben. Das brauchen wir jetzt auch beides. Und dann brauchen wir genau einmal die Stempelunterlage. Was mache ich eigentlich so? Sorry. Den Stempel, so, den habe ich mir schon auf den Block gesetzt. Dann habe ich mir nämlich überlegt, embossen wir das Ganze, damit es ein bisschen fluffiger ist. Ich habe ja hier schon mal vorhin ein bisschen angefangen, ein bisschen rumzutüdeln. Da habe ich das transparente Embossingpulver. Dann einfach euren schwarzen Farbstempel. Das brauche ich nicht. Nee. So, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. So, den Rahmen packe ich mal kurz zur Seite. Das machen wir gleich beides zusammen. Ihr nehmt euch einfach euren Stempel eurer Wahl. Das muss ja keine Feder sein. Das kann ja auch irgendwas anderes sein. Und dann stempelt ihr ihn euch hier einmal rauf. Sieht schon mal ganz gut aus. Dann nehmt ihr euch einfach euer transparentes Embossing-Puder. Geht damit rüber und jetzt werde ich das eben einmal erhitzen. So, das habe ich hier jetzt embossed. Das seht ihr auch. Das hoffe ich zumindest. Naja. Seht ihr nicht, aber ich sehe es. Ja, es hat so einen leichten, ja, wie so einen Regentau da drauf. Finde ich richtig schick. Während das aber noch zu Ende trocknet, vorsichtshalber, nehmen wir uns mal den Rahmen vor. Und zwar drückt ihr euch das einfach zusammen, dann habt ihr hier oben Farbe in dem Stempelkissen. Richtig schön zusammendrücken, aufmachen, dann habt ihr die Farbe da drin.
Also wie gesagt, das ist Papageiengrün, Karibikblau und Heideblüte. Nehmt einfach irgendwelche Farben, die ihr total schön findet. Und wir fangen einfach mal mit dem Rahmen an. Der muss nämlich auch noch trocknen. Wassertankpinsel. Jo, Wasser ist drin. Macht ihr hier einfach oben im Deckel, nehmt ihr euch ein bisschen Farbe auf. Und dann pinselt ihr euch einfach euren Rahmen ein bisschen ein. Es soll ja eine sommerliche Karte werden. Also ich finde das ganz hübsch mit den Farben. So, dann kommt Karibikblau. Geht ihr hier einfach rein, ein bisschen hier mit rüber. Das Gute ist ja, ihr könnt es ja jederzeit ja, die Farbe wieder aufnehmen. Das ist ja Aquarellpapier. Oder es noch dunkler gestalten oder heller, je nachdem. Ich zeige euch das gleich noch mal ein bisschen in der Kamera. Es ist leider ein bisschen schwer zu sehen, vielleicht auch durch meinen ganzen Hintergrund hier. Ja, aber ich brauche hier immer so ein bisschen, bis ich sowas mal wegschmeiße. Deswegen müsst ihr damit klarkommen, wenn ihr das hier. Ich finde, das sieht so ein bisschen gebartigt aus. Oh, ich würde sagen, hier kann noch ein bisschen Lila mit rein. Dann nehme ich hier noch den letzten Blautropfen mit raus und gehe hier noch ein bisschen mit rüber. So. Also so, wie ihr das haben möchtet. Es muss ja auch nicht akkurat sein, ne? Es ist ja auch immerhin noch so eine Sommerkarte freigestaltet. Ach so, brauche ich gar nicht zumachen. Wow. Suche ich mal gerade. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, ich glaube schon. Genau, das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen einwirken. Nein, das lassen wir jetzt trocknen. Lege ich mal zur Seite. So, und eigentlich sollte jetzt die Feder auch wirklich furztrocken sein. Ich mache hier noch mal ein bisschen Farbe im Deckel. So, und dann machen wir das Gleiche nochmal. Und zwar fangen wir auch oben an mit der hellen Farbe, einfach in das Grün rein. Und dann malt ihr euch eure Feder einfach ein. Einfach so Pi mal Daumen, völlig hier rein. Einfach so, wie ihr das möchtet. Dann nehmt ihr euer Blau, geht hier ein bisschen rüber, dann vermischt sich das auch noch. Sieht dann auch so ein bisschen, ja, gebartigt aus. Und dann hier unten das Lila. Bei dem Stiel müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr da nicht so wild seid. Weil je nachdem, wo ihr nachher euren Spruch raufsetzt, seht ihr das natürlich, wenn da übergepinselt ist, sag ich mal, ne? So, und wenn ihr der Meinung seid, das sieht gut aus, ich hole euch gleich mal ran. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Ich hoffe, ihr könnt den Farbverlauf erkennen. Ja, und es passt jetzt auch quasi zu dem Hintergrund vom Farbverlauf. Ich lasse es jetzt mal einen Augenblick trocknen und dann sehen wir uns gleich zum Zusammensetzen wieder. Ich war ja noch gar nicht fertig. Ja, wisst ihr, was wir nämlich noch machen? Wenn das nämlich noch nicht so ganz trocken ist, weil es muss noch länger trocknen. Ihr könnt hier einfach noch mal in eure Farben rein. So, muss ich noch mal ein bisschen mehr Wasser nehmen. Und tropft hier einfach ein bisschen was von eurem Grün rauf. Von eurem Blau. Und von dem Lila. So.
Dann habe ich nämlich noch hier meine schöne Slim-Einlagenverpackung, wo ich meine Action-Aquarellfarben habe. Und da nehmt ihr euch vielleicht auch noch was raus an der Farbe, die ihr möchtet. Macht noch ein bisschen Glitzer drauf. So, nun lasse ich das aber trocknen. Das zeige ich euch nachher nochmal, wenn es trocken ist. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich noch auf euren Rahmen ein bisschen was Buntes drauf machen. So. Genau, und jetzt lasse ich dem erstmal genügend Zeit zum Trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt wollen wir nochmal die Karte zusammensetzen. Ich habe hier jetzt schon einen Spruch fertig. Und zwar habe ich mir hier aus meinem Sammelsurium mit irgendwelche Sprüche zusammengesammelt, die ausgestanzt. Hier ist das mit weiß hinterlegt und schwarzer Schrift. Das hatten wir ja auch bei der Karte, die ich euch gezeigt habe. Jetzt machen wir das mal anders. Jetzt machen wir das mal mit schwarz und dann mit der Hologrammfolie oder mit dem Hologrammpapier habe ich das ausgestanzt. Ja, und ich würde sagen, wir setzen uns die Karte einfach mal zusammen. Ihr braucht definitiv Foam Tape. Damit habe ich das jetzt schon mal hier hinten erhöht, damit da auch so ein bisschen so ein 3D-Effekt rüberkommt. Hier habe ich ein bisschen rumgestückelt, aber das macht ja nichts. Das sieht sowieso keiner. Guck mal, hier habe ich noch ein kleines Ministück übrig. Das kann ich damit rankleben. Jetzt greife ich gerade mitten in den Kleber. Das ist auch wieder so typisch. So, dann könnt ihr euch schon mal euren Rahmen aufkleben. So, das Gelbe war für mich nach oben, weil ja auch die Feder oben, was heißt gelb? Es ist ja grün, aber durch dieses Aquarell und die Farben, die vermischen sich ja so schön. Das ist nämlich das Papageiengrün. Also hier oben sieht es ja quasi gelb aus. Dann wird es so türkis, blau und lila. Deswegen finde ich diese Farben ultra schön zusammen. So, das biege ich mir jetzt hier noch ein bisschen zurecht. Ihr könnt jetzt doppelseitiges Klebeband nehmen oder Flüssigkleber. Völlig wurscht. Irgendein Kleber, den ihr habt. Und dann setzt ihr euch euer Fenster einfach hier ein. Und dann schiebt ihr euch das so zurecht, wie ihr das gerne haben möchtet. So, dann haben wir ja hier dieses Best Wishes. Das will ich mir hier so raufsetzen. Und ich finde, mit diesem Schwarz wirkt das noch viel schöner. Und diesem Bunt, auch mit der Hologrammfolie, ja, ist zwar ein bisschen düster, aber trotzdem sieht es total schön aus. Ich werde mir hier einfach bei dem Best Wishes die Oberteile sozusagen von dem Schriftzug ein bisschen erhöhen. Klebt ihr euch hier hinten einfach so ein bisschen das Foamtape drauf. Und guckt ihr mal, ob das hier noch so reinpasst. Siehst du, hier oben ist nämlich zu viel. Könnt ihr euch das wieder abziehen. Dann könnt ihr das hier vielleicht noch mit hinsetzen oder so. Ja, so würde das quasi passen. Zieht ihr euch das ab. Und dann macht ihr hier unten einfach Flüssigkleber rauf. Und dann setzt ihr euch das hier einfach in euer Fenster ein. So, und jetzt will ich noch ein paar Glitzersteine drauf machen. Ich habe hier so ein Sammelsurium vom Action. Das kennt ihr wahrscheinlich. Das ist so eine Tüte voll mit allem möglichen Krams. Das darf man auch keinem erzählen. Aber ich habe hier letztens meine Glitzersteine sortiert. Also hätte ich das irgendeinem erzählt, hätte er gedacht, alles klar. Wir holen mal die netten, freundlichen Menschen mit den weißen Westen und schicken sie mal zu dir, Rabea. Ja, das war schon ein bisschen spooky. Darf man ja keinem erzählen. Und was machst du so? Ich sortiere meine Glitzersteine. Wenn ihr wisst, was ich meine. Genau.
Genau, da sucht ihr hier euch einfach irgendwas raus. Da die Karte ja so einen Batik-Verlauf hat, finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn hier mal ein blauer mit zwischen ist, ein grüner, ein gelber. Passt ja auch perfekt. Oh, jetzt gibt meine kleine Püppi hier aber Gas. Tyra liegt hier nämlich und schläft. Ihr hört's, oder? Sie ist tiefenentspannt. Ja, basteln beruhigt, ne? So, also das ist jetzt die Karte für heute. Ich hoffe, dass ihr die Farben auch erkennt in der Kamera. Ich habe noch ein bisschen mehr gebastelt, die kann ich euch noch mal zeigen. Das ist ja die, die ich ohne euch gemacht habe, ganz, ganz, ganz am Anfang. Mit dem Weiß, da habt ihr das mal hier so im Vergleich. Dann habe ich hier noch eins mit Beautiful. Happy Birthday. Man braucht ja auch immer jeden Anlass. Hooray! Ja, jetzt gibt Tyra richtig Gas. Hier habe ich auch nochmal dieses Best Wishes mit Weiß. Dann habt ihr hier oben quasi den richtigen Vergleich. Genau, dann nochmal so ein Happy Birthday. Und dann wiederholt sich das hier alles nochmal. Happy Birthday, Beautiful und ein schönes Hello. Ja, ich hoffe, dass euch die Idee gefallen hat und dass ihr jetzt Lust habt, das nachzubasteln. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.